Gut, dann geht's jetzt weiter mit Volker Grasmog, der schon, dessen Name schon öfter gefallen ist heute Abend. Ja. Ja, schönen Dank für die Einführung. Hallo. Bitte. Wenn es blendet, stehst du gut? Wenn es blendet. Ah, hier blendet's. Ah, im Sonnenschein des Strahlers, ganz wunderbar. Ja, einen wunderschönen guten Abend da draußen an den Bildschirmen. Hier in der fast leeren Main Hall in der Seabase ist das noch so ein bisschen ungewohnt mit dem Geister-NPA. Aber schauen wir mal, wie das geht. So, also Urheberrecht. Vor ziemlich genau einem Jahr hat es große Demonstrationen gegeben gegen die Upload-Filter. Die meisten werden sich erinnern. Und seither ist es ziemlich ruhig geworden. Allerdings läuft das Gespräch weiter in der Brüsseler Blase und es wird höchste Zeit, mal einen kleinen Bericht aus dieser Blase vorzutragen. Das ist mein Anliegen. Es geht erstmal los mit einem Überblick über die Geschichte, also die Urheberrechtsrichtlinie, die hier reformiert worden ist, ist die aus 2001, die Urheberrechtsrichtlinie, also für Richtlinie für Urheberrecht in der Informationsgesellschaft. Das war die erste Phase. Heute sind wir im Digital Single Market, also im digitalen Binnenmarkt. Dazwischen liegt eine Begutachtung der 2001er Richtlinie unter Leitung von Julia Redder 2015. Ab 2016 gibt es dann die ersten Entwürfe für die neue Richtlinie von der Kommission und die neue Richtlinie ist dann im April vergangenen Jahres verabschiedet worden. Da steht in Artikel 17 Absatz 10 drin, dass nach Verabschiedung der Richtlinie Stakeholder-Dialoge stattfinden müssen, um zu klären, was denn mit diesem Artikel 17 eigentlich in der Praxis gemeint sein könnte. Diese Stakeholder-Dialoge haben im Oktober begonnen und gehen jetzt dem Ende entgegen. Allerdings natürlich unter den gegebenen Umständen ist unklar, wann das genau passieren wird. Der nächste Schritt ist dann, der Abschluss dieses Stakeholder-Dialogs wird es sein, dass die EU-Kommission ihre Leitlinien zur Umsetzung von Artikel 17, es geht nicht um die ganze Richtlinie, sondern ausschließlich um Artikel 17, um die Upload-Filter, also eine Leitlinien, wie die europäischen Mitgliedstaaten diesen Artikel 17 umzusetzen haben. Dann folgt logischerweise die Umsetzung in nationales Recht. Österreich und Frankreich und die Niederlande haben damit schon mal angefangen. Und am 7. Juni 2021, nach ihrer Umsetzung bis dahin in nationales europäisches Recht, wird die Richtlinie in Kraft treten. Wie sah die generelle Plattformregulierung bislang aus? Die ist vorgegeben worden durch eine noch ältere Richtlinie, nämlich die E-Commerce-Richtlinie aus dem Jahr 2000. Und die hat zwei zentrale Punkte, nämlich einmal, dass die Upload-Sharing-Plattformen, dort wo wir Dinge hochladen können, Facebook, YouTube etc., dass diese Plattformen nur allenfalls sekundär haftbar sind für diese Uploads ihrer Nutzer. Und um dieser sekundären Haftungspflicht nachzukommen, müssen Sie ein Notice-and-Takedown-System bereitstellen. Das heißt, Sie müssen nicht selber nach möglichen rechtsverletzenden Inhalten auf Ihren Plattformen suchen, aktiv, sondern Sie müssen nur reagieren, wenn Sie von einem Rechteinhaber darauf hingewiesen werden, dass hier etwas Unrechtes auf Ihrer Plattform stattfindet. Das ist Notice-and-Takedown. Verbunden damit war ein Verbot einer Pflicht zur allgemeinen Überwachung. Und was dieser Begriff allgemeine Überwachung genau bedeutet, im Unterschied zu einer speziellen Überwachung, das ist einer der sozusagen zugrunde liegenden Streitpunkte in der Diskussion um Uploadfilter, nicht nur im Urheberrecht, sondern auch in anderen Bereichen.
Also, die Vorstellung gibt es hier in bestimmten Bereichen der Juristerei, dass man, wenn man nach spezifischen Informationen, also etwas, von dem mir der Rechteinhaber gesagt hat, das ist ganz wertvoll und das darf unter keinen Umständen auf deiner Plattform hochgeladen werden, wenn ich nur danach suche und nach nichts anderem, dann ist das ja eine spezielle Überwachung, weil mich interessiert nur diese speziellen Inhalte und alle anderen interessieren mich gar nicht. Das Problem aber natürlich, wenn man nach Stecknadeln sucht, muss man trotzdem die gesamten Heuhaufen durchkämmen und das ist so ein bisschen der Streit zwischen allgemeiner und spezieller Überwachung. Was hat nun die neue Urheberrechtsrichtlinie und speziell Artikel 17 Neues gebracht? Zunächst mal steht da in Absatz 2, dass es jetzt nicht mehr die Nutzer sind, die die Dinge, die sie auf die Plattformen hochladen, öffentlich kommunizieren, sondern es sind die Plattformen, die die Inhalte ihrer Nutzer öffentlich kommunizieren. Und öffentlich kommunizieren ist ein Urheberrechtsbegriff und das heißt, die sind dafür voll haftbar. Und das heißt, sie müssen lizenzieren. Bekommen sie keine Lizenz, müssen sie drei Dinge unternehmen, um trotzdem einer Haftung zu entgehen. Ich fange mal hinten an. Es geht jetzt um den Artikel 17 Absatz 4 mit den drei Unterpunkten. Der letzte C ist das bekannte Notice and Takedown, also ein Rechteinhaber meldet einer Plattform, da muss etwas runtergenommen werden. Der ist jetzt aber verbunden mit einem Mechanismus, der das künftige Hochladen dieses speziellen Werkes verhindert. In B gibt es die Möglichkeit für Rechteinhaber, ein Werk anzumelden, dorthin zu schicken zum Fingerprinten, und zu sagen, das darf nicht erscheinen oder andere Bestimmungen dafür festzulegen, noch bevor es das erste Mal runtergenommen worden ist. Also das ist ein Verfahren unabhängig von Notice and Takedown, beispielsweise verwendet von der Filmindustrie bei einer Neuerscheinung, wo die von vorne, also gar nicht erst warten, bis der erste Upload auf YouTube passiert, sondern von vornherein sagen, noch bevor der Kinofilm in die Öffentlichkeit gekommen ist, hier YouTube bitte, das darf bei euch nicht erscheinen. Das ist dieser zweite Mechanismus, der eine Unverfügbarkeit dieser gemeldeten Werke sicherstellen soll. Und schließlich in Absatz 4a steht eine sehr merkwürdige Bestimmung, also in Artikel 17 Absatz 1 steht ja, Plattformen müssen Lizenzen einholen bei Rechteinhabern oder Verwertungsgesellschaften. Hier steht jetzt, sie müssen nachweisen, dokumentieren, dass sie alle Anstrengungen unternommen haben, um eine solche Erlaubnis einzuholen, die aber nicht erfolgreich war. Ein großes Rätsel diese Bestimmung ist in allerletzter Minute in die Richtlinie reingekommen. Es gibt auch keinen Erwägungsgrund dazu, der irgendwie erklären würde, was damit gemeint sei oder welches Problem damit gelöst werden soll. Und es gibt hier die Vermutung, deutscher Rechtswissenschaftler Spindler im Auftrag der Grünen in einem Gutachten hat die Ansicht geäußert, das bedeute, dass die Plattform tatsächlich jeden einzelnen Upload daraufhin überprüfen muss, ob er etwas möglicherweise Lizenzpflichtiges enthält. Und das hieße dann eine allgemeine Überwachung von nochmal einem ganz anderen Ausmaß, als wir das heute haben. Diese Interpretation wird in Brüssel angezweifelt oder hat wenig Umlaufgeltung. Allerdings bleibt dann unklar, was sonst mit diesem Absatz 4a gemeint sein könnte. Das Wichtigste hier, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Jahre, in denen auf YouTube die Meldung kam, dieses Video ist in Ihrem Land nicht verfügbar. Also der Streit der GEMA mit YouTube über Zahlung für Musik auf YouTube.
Der Streit ging über 8 Jahre, endete 2016 mit einem Vergleich. YouTube hat bis zum Schluss bestritten, dass sie lizenzierungspflichtig sind, weil sie sagen, hey, das sind ja nicht wir, die hier eure Musik auf unsere Plattform stellen, sondern das sind unsere Nutzer. Und wenn ihr Geld wollt, dann wendet euch doch an die. Aber wir sind ja großzügig, also lassen wir euch teilhaben an den Werbeeinnahmen. Das war das Angebot. Also GEMA hat gesagt, hey, super Erfolg, YouTube zahlt jetzt endlich Lizenzgebühren. Und YouTube hat gesagt, hey, Erfolg, die haben uns nicht dazu gebracht zu akzeptieren, dass wir lizenzpflichtig sind, aber wir sind ja so großzügig und geben ihnen trotzdem was. Diese Frage ist mit Artikel 17.1 jetzt endgültig geklärt. YouTube und alle anderen Plattformen sind Lizenzierungs- und dann in aller Regel ja auch lizenzzahlungspflichtig. Die Mechanismen hier vor allen Dingen in 4b und c, also die Mechanismen zu der Sicherung einer Unverfügbarkeit von Werken, hat folgenden Hintergrund. Nachdem diese Notice and Takedown-Regel erfunden worden ist, hat man sehr schnell den sogenannten Whack-a-Mole-Effekt festgestellt. Also ein Rechteinhaber meldet was, das wird runtergenommen und es poppt sofort wieder hoch. Der muss wieder draufhauen, das melden, es wird wieder runtergenommen und so weiter und so weiter. Verständlich, dass die Rechteinhaber das irgendwann leid waren und haben gesagt, liebe Plattform, wir haben euch gesagt, dieses Musikstück, dieser Film, dieser Text darf nicht auf eurer Plattform erscheinen. Sorgt dafür, dass auch ein Wiederhochladen verhindert wird. Und das hat dazu geführt, dass Plattformen dann Uploadfilter entwickelt haben, um auch durchaus unter Druck von Gerichtsentscheidungen auf dieses Anliegen der Rechteindustrie zu antworten. Will sagen, all das, die Entwicklung von Upload-Filtern, ist bereits passiert. Bei Google hat nach dem Kauf von YouTube 2006 da zunächst mal eine Upload-Filter-Lizenz von Audible Magic quasi miterworben, dann aber gesagt, ah, die Upload-Filter reichen uns nicht und wir bauen unser eigenes System. Und ab 2007 hat Google dann das System entwickelt, was wir heute als Content-ID nennen. Und das den Gesetzgebern in Brüssel ganz deutlich als Modell vor Augen stand, als sie Artikel 17 gebaut haben. Die Debatte ist losgegangen mit einer Kampagne der Musikindustrie zum sogenannten Value Gap, also eine Wertlücke oder genauer eine Wertschöpfungslücke vielleicht. Also die Idee, dass ganz viel Musik auf diesen Plattformen auftaucht, aber dafür kein Geld bei den Kreativen ankommt. Als dann die Proteste gegen Upload-Filter eskalierten, haben die Rechteinhaber eine weitere Kampagne, nämlich die Hysterie-Kampagne, hinterhergeschoben, nämlich mit dem Argument, diese vermeintlichen Argumente gegen Upload-Filter, dass die ganz gefährlich seien, das ist nichts als eine Drohkulisse, die von Google und Co. aufgebaut wird und die jetzt die YouTuber und die Rechtswissenschaftler sozusagen als Herdentiere vor sich hertreiben und hier Hysterie schüren. Seither ist die Debatte tatsächlich entlang dieses Begriffs gespalten. Wer von Upload-Filtern spricht, gibt sich als hysterischer Kritiker zu erkennen. Und die Befürworter sprechen dagegen von proaktiven Maßnahmen oder ähnlichen Marketing-Slogans. Um das ein bisschen zu versachlichen, müssen wir reinschauen, was in so einem Upload-Filter drin ist. Man kann drei Komponenten entscheiden, nämlich eine zum Erkennen, eine, die dann im Falle einer Erkennung irgendeine Handlung auslöst, und das Ganze braucht eine solide Basis auf Rechteinformationen. Und jetzt am Beispiel YouTube, also man lädt was hoch, Content-ID wird aus dem Upload erstmal einen Fingerprint generieren, also einen mathematischen Code, der aus dem Inhalt einer Datei selber generiert wird.
und wird diesen Fingerprint des Uploads dann schicken an eine Datenbank, in der ganz viele Fingerprints von dort angemeldeten Werken liegen. Und also als Genre nennt sich das Automated Content Recognition. Das hat eine lange Tradition. Ursprünglich hat man damit gearbeitet, dass man entweder in oder an Inhalten bestimmte Merkmale anbringt, also Wasserzeichen beispielsweise, DRM-Systeme. Dann ist man aber dazu übergegangen, dass all das, Metadaten und so, das wird häufig im Internet gelöscht. Und man muss also da, man ist dazu übergegangen, die Kennung aus einem Inhalt selber zu generieren. Und das sind im Augenblick vorwiegend sogenannte Fingerprints. So, der Erkennungsmechanismus antwortet also auf die Abfrage aus dem Upload. Entweder ist es keine Übereinstimmung gefunden worden in der Datenbank oder es ist eine Übereinstimmung gefunden worden und wenn ja, zu welchem Grad. Der Input für die Erkennungskomponente ist der Upload. Der Output ist genau diese Information, Übereinstimmung, ja, nein und wenn ja, zu welchem Grad. Diesen Output übernimmt dann die Entscheidungskomponente. Und hier kann man unterscheiden zwischen Aktionen, die nur in der Markierung, in der automatischen Markierung eines Inhalts liegen, beispielsweise um ihn hinterher durch einen qualifizierten Menschen überprüfen zu lassen, oder einer Entscheidung, die auch gleich exekutiert wird, zum Beispiel eine Löschung. Und in diesem Fall spricht man nicht nur hier, sondern in einem viel weiteren Bereich von Automated Decision Making Systemen. Und rechts sehen wir dann, ach so, und das Ganze muss abgeglichen werden mit autoritativer, zuverlässiger Information darüber, was ist dieses Werk, wem gehört es, wer hat möglicherweise eine Lizenz dafür und wie darf man es nutzen. Diese drei Elemente fallen in Content-ID zusammen. Und das ist genau eines der Probleme. Das führt natürlich zu einer weiteren Konzentration und einem Anstieg der Datenmacht der großen Plattformen. Tatsächlich könnte man diese Elemente auch sehr gut trennen. Eine Plattform hätte dann eine API anzubieten, über die sowohl Erkennungs- wie Entscheidungsmodule von Drittanbietern, kann proprietär sein, es gibt aber auch freie Softwareentwicklungen. Hier im Bereich der Inhalteerkennung entsteht gerade, also ist ein Standardisierungsprozess in der ISO gestartet für den ICCS International Content. Standard Content Code, sorry. Das ist auf jeden Fall, das beruht auf komplett freier Software, auf freien Standards, ist eine Fingerprinting-Technologie, die Kennungen von Werken, also die Fingerprints werden hinterher in eine Blockchain geschrieben und hier sicher registriert. Und damit hätte man einen Urhebernachweis, auf den man zuverlässig linken kann. Und die Blockchain wäre dann quasi die Datenbank für die Rechteinformationen. So, aber nochmal, was nun passiert? Im Falle, dass der Upload-Filter keine Übereinstimmung findet, kann er unterstellen, okay, das ist jetzt ein Werk, das ein Nutzer ohne Werke Dritter vollständig selber erstellt hat und das wird freigeschaltet. Wenn eine Übereinstimmung und eine Lizenz gefunden wird, wird dieser Upload markiert für die Buchhaltung. Da werden dann die Abrufe gesammelt und für einen Abrechnungszeitraum an die Verwertungsgesellschaft geschickt, die anhand dieser Informationen dann die Pauschaleinnahmen fair an die
Kreativen ausschütten kann, deren Werke hier tatsächlich genutzt worden sind. Dann gibt es die Möglichkeit einer Übereinstimmung mit einem gespeicherten Werk, und zwar eine hundertprozentige oder fast hundertprozentige Übereinstimmung. Und es ist dazu eine Sperranordnung hinterlegt. Und in diesem Fall geht man in Brüssel davon aus, prima facie, also auf den ersten Blick, können wir hier davon ausgehen, es handelt sich um eine Urheberrechtsverletzung. Wenn es um einen kompletten Kinofilm oder eine komplette Folge einer Serie sich handelt, dann gibt es auch wenig Nutzungsfreiheiten, die eine solche Nutzung zulassen. Also in dem Fall kann erstmal gesperrt werden. Es gibt immer hinterher noch die Möglichkeit, sich dagegen zu beschweren. Aber ganz, ganz wichtig in der Diskussion, was passiert, wenn der Filter eine Übereinstimmung von 5%, 10%, 20% gefunden hat. Und der Rechteinhaber hat dazu eine Sperranordnung hinterlegt. Wenn beispielsweise ein Musikstück geschützt ist auf einem selbstgedrehten Video, führt das dann dazu, dass das gesamte Video gesperrt wird. Also das sind schwierige Fragen und das ist Thema in den Auseinandersetzungen in Brüssel. Das sind die Gefahren, die von Upload-Filtern ausgehen. Also eine strukturelle Problematik. Wir hatten gesehen, es gibt Erkennungssysteme und die sind auch ziemlich gut und ziemlich robust darin, auch Varianten von Werken, die in einem anderen Format hochgeladen werden, ein bisschen verzerrt werden und so, trotzdem einigermaßen sicher wiederzuerkennen. Das Problem liegt aber bei den Entscheidungen, denn kein Algorithmus der Welt kann entscheiden, ob eine Nutzung eine zulässige Zitatnutzung nach dem Urheberrecht war oder nicht. Denn darüber entscheiden Gerichte in jahrelangen Gerichtsprozessen. Das ist strukturell nicht möglich, dass ein Algorithmus eine solche Güterabwägung vornehmen kann. Man hört häufig in Brüssel Sätze wie, die Filter sind noch nicht so weit, die können das noch nicht. Und darin liegt natürlich die Idee, naja, wenn die Technik noch besser wird, dann kriegen die das schon hin. Oder natürlich der Klassiker, künstliche Intelligenz. Wir wissen nicht, was es ist, aber es wird all unsere Probleme lösen. Also, der erste Punkt, algorithmische Entscheidungen über die so wichtigen Nutzerfreiheiten können Upload-Filter grundsätzlich nicht treffen, aber auch aus vielen anderen Gründen versagen die regelmäßig. Da werden Urheberrechtsmeldungen geschickt gegen weißes Rauschen, wo man sich fragt, Moment mal, also das ist jetzt super identifizierende Information, die spezifisch ist für ein Werk, ein Foto, ein Film, ein was auch immer. Und das wird jetzt gematcht gegen weißes Rauschen, was das genaue Gegenteil ist, nämlich eine Gleichverteilung von Signalen, also sozusagen gar keine Information. Ziemlich verblüffend. Es gibt auch eine Menge Missbrauch, klar. Es geht um Geld und wo es Geld zu holen gibt, gibt es immer Leute, die mehr haben wollen, als ihnen zugesteht. Das alles führt zu einer Form von kollateraler Zensur. Also es kann natürlich auch für bewusst intendierte Zensur verwendet werden. Hier in Westeuropa zumindest in aller Regel ist das nicht der Hintergrund, aber es passiert halt und der Effekt auf die freie Meinungsäußerung ist trotzdem da. Und dann gibt es ein riesengroßes Datenschutzproblem, auf das ich jetzt aber nicht eingehen kann, weil ich ohnehin schon viel zu lang bin. Worum geht es in Brüssel? Also die Upload-Filter, wie gesagt, Artikel 17 Absatz 4 B und C, die sind gesetzt. Also in Brüssel wird nicht darüber geredet, ob man da vielleicht Alternativen für Upload-Filter noch entwickeln könnte. Worum es geht, ist Sicherung im Vorhinein und Sicherung im Nachhinein. Lizenzierung ist natürlich eine ziemlich gute Sicherung, weil wenn Rechteinhaber Lizenzen vergeben haben, sind wir als Nutzer dieser von YouTube etc. Aus dem Schneider. Dann zahlt die Plattform an die Verwertungsgesellschaft, alles ist gut und wir dürfen Remixe machen etc.
Dann ein großer Erfolg. Es gibt einen langen Streit im Urheberrecht darum, was es mit diesen sogenannten Schrankenbestimmungen auf sich hat. Also, es gibt grundsätzlich exklusive Rechte von Urhebern und die können beschränkt werden, also sozusagen eingeschränkt, da wird was weggeschnitten und dann kann man deren Werke, Bücher zum Beispiel, für Urheberrechtszwecke verwenden. Die Rechteinhaber argumentieren durch die Bank, das seien nur Ausnahmen. Also es gibt die Regel, das ist das exklusive Recht und davon gibt es dann Ausnahmen, da kann man im Nachhinein sagen, ah, okay, kann man drüber reden. Hier in Artikel 17, das hat die Diskussion unmissverständlich gezeigt, wird gesagt, es handelt sich bei diesen gesetzlichen Erlaubnissen nicht nur um irgendein Anhängsel, sondern es handelt sich um durchsetzbare Nutzerrechte. Wir können die vor Gericht einklagen, wenn eine Plattform uns hindert, von unserem Zitatrecht zu Gebrauch machen, können wir sie verklagen. Verklagen geht natürlich auf die Sicherung im Nachhinein, ja, da muss ja schon was schiefgegangen sein, wenn ich vor Gericht gehen muss. Das führt aber natürlich strukturell dazu, wenn das ein paar Mal passiert, dass die Plattformen ihre Upload-Filter auch anpassen und damit wird es zu einer Sicherung im Vorhinein. Und schließlich ein Vorschlag, der von Zivilgesellschaftsorganisationen in Brüssel vorgebracht worden ist. Nutzer müssen die Möglichkeit bekommen, im Vorhinein, also bereits beim Upload zu sagen, ja, ich weiß, da ist ein geschütztes Werk von Dritten drin, aber da mein Video eine Kritik, eine Parodie, ein Pastiche dieses Originalwerks ist, bin ich überzeugt, dass meine Nutzung dieses fremden Werkes rechtmäßig ist, ein Zitat, was übrigens auch nicht vergütungspflichtig ist, und insofern darf ich das machen. Wenn dann der Upload-Filter eine Übereinstimmung mit dem enthaltenen Fremdwerk findet, dann darf er nicht etwas sperren, bereits an dieser Stelle, gar automatisch, sondern was er dann machen muss, ist den Rechteinhaber zu informieren und zu sagen, guck mal, jemand hat dein Werk verwendet und sagt, der darf das, was sagst du dazu? Ja, aber das Werk wird erstmal freigeschaltet und erst im Nachhinein wird geklärt, ob das okay ist. Ein ganz wichtiger Sicherungsmechanismus. Und dann ganz klassisch gibt es in vielen Stellen im Haftungsrecht, müssen die Plattformen zunächst mal einen internen Beschwerdemechanismus vorhalten, wo Nutzer, die sich zu Unrecht gesperrt fühlen, ihre Inhalte zu Unrecht gesperrt fühlen, beschweren können. Und die Plattformen müssen dann eine menschliche Überprüfung dieser Frage vornehmen. Das steht extra im Gesetz drinnen. Also da dürfen keine automatisierten Upload-Filter oder Algorithmen oder so noch eine Rolle spielen. Dann müssen die Mitgliedsländer, das ist jetzt staatliche Aufgabe, müssen einen außergerichtlichen Streitbeilegungsmechanismus zur Verfügung stellen oder sicherstellen, dass es den gibt. Und schließlich können alle beteiligten Parteien natürlich jederzeit vor Gericht gehen. So, wie geht's weiter? Wie gesagt, wichtiger Punkt, YouTube ist inzwischen zahlungspflichtig, das ist mit Absatz 1 des Artikel 17 geklärt. Vorstellung, man könnte eine Vergütung ohne Upload einführen, die ja geteilt worden ist im Verfahren, natürlich von Axel Voss, aber auch Helga Trüpel. Hinterher dann hat die CDU in einem offiziellen Papier gesagt, wir wollen keine Upload-Filter, wir wollen Verwertungsgesellschaftslösungen, Dorothee Beer, ja, also durch die Bank, CDU, CSU, SPD, Grüne, alle haben gesagt, wir wollen das nicht, nur das wird halt richtig schwierig. Dieselbe Aussage findet sich in der Protokollerklärung Deutschlands, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Frankreich, die Niederlande haben bereits umgesetzt, im Wesentlichen wortwörtlich aus der Richtlinie. Polen hat unmittelbar nach der Verabschiedung gegen die Upload-Filter, also spezifisch Absatz 4 B und C, vor dem EuGH geklagt.
Die Klage ist noch anhängig. Es ist unklar, ob der EuGH die annimmt und wann er die entscheidet, aber das wäre eine ganz, ganz wichtige, spannende Entscheidung. Die Hoffnung, die da noch drin steckt, durch ein starkes Zitatrecht, das also die genannten Zitatgründe, Kritik, Parodie, Pastiche erfüllt. Dass ein solches starkes Zitatrecht, das ein Recht ist und nicht nur eine einzuschränkende Ausnahme, tatsächlich die Mehrzahl der transformativen Nutzungen, die wir im Internet sehen, Remix und Mashups legalisieren könnten. Das wäre der hoffnungsvollste Ausgang aus dieser Geschichte. Breaking News, vor, ich weiß nicht, 3 oder 4 Stunden kam das rein aus der EU-Kommission. Es wird im Mai eine Konsultation geben, allerdings nicht zum Entwurf der Kommission zu ihrer Leitlinie zur Umsetzung von Artikel 17, sondern die Kommission wird hier ein Papier mit Ideen, mit Fragestellungen, Optionen, ungelösten Problemen, mit denen die noch sitzen, in diese Konsultation geben und quasi das, was jetzt über 6 ganztägige Treffen mit jeweils ungefähr 100 Menschen in Brüssel vor Ort passiert ist, jetzt noch einmal in Schriftform durchzuführen. Und wir werden sehen, wie das ausgehen wird. Die Terrorverordnung hatte Benjamin bereits angesprochen. Im Trilog unklar, aber sehr wahrscheinlich, nachdem der Damm im Urheberrecht gebrochen ist und hier das Verbot der allgemeinen Überwachungspflichten sozusagen durchbrochen ist und Uploadfilter dekretiert wurden, ist zu fürchten, dass auch hier bei der Wegfilterung terroristischer Propaganda aus dem Internet Uploadfilter zum Einsatz kommen. Und schließlich steht jetzt bevor die Überarbeitung der E-Commerce-Richtlinie, da soll ein Digital Services Act draus werden, von dem wir noch nicht so richtig viel wissen. Der Prozess ist bereits gestartet in der vorherigen Kommission. Jetzt aus der neuen Kommission von der Leyen gibt es die ersten Signale vom 19. Februar. Da ist nämlich die Digitalstrategie der Kommission vorgelegt worden. Und das ist nur so ein Maßnahmenpaket, aber als ersten substanziellen Beitrag das Weißbuch zur künstlichen Intelligenz. Sehr interessante Expertenstudie, und dort wird eine andere Untersuchung im Auftrag des Europarats zitiert zu Algorithmen und Menschenrechten, also die Experten sagen über KI, die gefährde eine große Zahl von Grundrechten, das belegen sie mit dieser Studie. KI sei opak, man könne Entscheidungen nicht nachvollziehen, und damit ist es natürlich auch wahnsinnig schwierig, die anzufechten, sowohl für die Betroffenen wie für Behörden, die das Ganze hier überwachen müssen. Und genau, und in dieser Studie des Europarats gibt es sehr kritische Aussagen zu KI und Menschenrechten und die ganz klare Aufforderung an die Staaten, ihre Internetintermediäre, also die Plattformen, nicht zu verpflichten, automatisierte Filtertechniken zu etablieren. Ein inständiger Aufruf. Mit anderen Worten, nach diesem Überblick, also wir haben nochmal, wir haben Uploadfilter jetzt im Urheberrecht, wir bekommen sie wahrscheinlich in der Terrorverordnung. Das sind 2 sektorale Regelungen. Mit dem Digital Services Act kriegen wir die Generalregelung sozusagen für sämtliche Plattformen, für sämtliche Gefahrenlagen, für sämtliche Inhalte, und zwar nicht nur strafrechtlich
oder zivilrechtlich verbotene Inhalte oder problematische Inhalte, sondern möglicherweise auch nur schädliche Inhalte, von denen noch völlig unklar ist, was damit gemeint sein könnte. Insofern, wie es weitergeht mit Upload-Filtern, ist in Summe auch unklar. Die Frage ist, es zeichnet sich ab, dass in der im Digital Services Act das Überwachungspflichtverbot bestätigt wird. Das will niemand aufheben. Aber dann ist halt die Frage, wie viel Upload-Filter werden da drin stecken? Wie viel Filtern wird für die Plattformen de jure vorgeschrieben sein? Oder aber dann auch de facto freiwillige Pflicht sein? Also auch da gibt es viele Regelungen, wo im Gesetz steht, dass die Plattformen etwas in ihre AGBs schreiben müssen, also in ihr privates Hausrecht, das sie mit ihren privaten Hausrechtsmitteln auch durchsetzen müssen. Ganz absurde Konstruktionen. Die Frage ist natürlich nach der Allgemeinheit oder Speziellheit der Überwachung und die wichtigste oder eine zentrale Frage natürlich, wie viele der Entscheidungen werden automatisiert fallen und wie viele durch qualifizierte Menschen. Ich muss mal Schluss machen. Ne? Also Szenarien noch zum Schluss, ein realistisches Szenario. Meine Befürchtung ist, was wir sehen, ist, dass in das Internet eine neue Infrastrukturschicht eingezogen wird. Nicht überall, aber überall, wo Menschen Dinge hochladen können, wird es Filter geben, die diese Uploads auf Rechtsverstöße und Schädlichkeit hin durchleuchten, die in einer wachsenden Zahl von Datenbanken erfasst sind oder die von selbstlernenden Ähnlichkeitserkennungssystemen halt immer weiter erkannt werden. Mein Worst-Case-Szenario: Es gibt Stimmen, hier unter anderem eine Studie vom UK Copyright Office Music 2025, die fordern, es darf nichts im Internet geben, was nicht einen Ausweis dabei hat. Weder Menschen noch Objekte, digitale Objekte. Alles muss eine Identität nachweisen können. Eine Klarnamenpflicht wird gefordert. Und das führt zu einem Internet mit Gästeliste. Und was dann noch übrig bleibt an Dingen, die nicht Unternehmen hochladen können, das steht unter Androhung der Vernichtung der digitalen Existenz. Ja, der Robocop steht sozusagen mit Gewehr bei Fuß, aber auch mit einer vollen Haftung. Und wenn dann ein Hollywood-Studio sagt, ja, der Film, den du hochgeladen hast, der hat 20 Millionen gekostet und du bist jetzt da verantwortlich, kann man sich vorstellen, wie viele Leute da noch bereit sind, Dinge ins Internet hochzuladen. Es gibt Hoffnung und der Hoffnungsträger ist Deutschland. Deutschland hat kurz nach Verabschiedung im April eine Protokollerklärung abgegeben, in der die Bundesregierung sagt, dumm gelaufen mit den Upload-Filtern. Wir möchten, dass die weitgehend unnötig gemacht werden. Tolle Aussage. Upload-Plattformen sollen auch künftig als freie, unlizenzierte Kommunikationskanäle für die Zivilgesellschaft zur Verfügung stehen. Super. Und auch eine wunderbare Aussage, die Bundesregierung wird sich auf Grundlage dieser Erklärung in diesen Dialog, also genau Artikel 17 Stakeholder-Dialog, der jetzt läuft, einbringen. Und in der Tat, es hat auch jedes Mal bei jedem Treffen brav ein Vertreter des Bundesjustizministeriums dabei gesessen, aber nie etwas gesagt bislang, leider. Zum Schluss, jetzt wirklich zum Schluss, letzte Folie, ein Ausblick. Das KI-Weißbuch hat es hier deutlich gemacht, was Julia Redder hier auf den Punkt gebracht hat. Es herrscht nicht nur in der EU-Kommission ein kindlicher Glaube an die technischen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Und dass Upload-Filter, wie gesagt, da irgendwelche Urheberrechtsprobleme irgendwann mal selbstständig lösen könnten, auch diese Idee schwebt weiterhin über der Debatte. Ihre Alternative ist, nicht
künstliche Intelligenz, sondern menschliche Intelligenz. Bitte schafft Systeme, in denen Technik nicht Entscheidungen für Menschen oder gar über Menschen oder deren Meinungsäußerungen im Netz treffen, sondern schafft Technik, die Menschen darin unterstützt, eigenständig, informiert, qualifiziert, selber Entscheidungen zu treffen. Und das wäre meine Hoffnung für die Weiterentwicklung dieser Diskussion. Und damit danke ich jetzt nach 40 Minuten, ouch, für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön, Volker. Auf Twitter kam die Frage, das hat sich vielleicht jetzt auch schon ein bisschen geklärt, was kann die Zivilgesellschaft bei den Stakeholder-Dialogs rausholen? Das habe ich so ein bisschen versucht zu klären. Also die Upload-Filter aus Artikel 17 noch komplett rauszukriegen, ist zumindest im Rahmen dieses Stakeholder-Dialogs, wo es ja genau darum geht, wie kann die Zusammenarbeit von Rechteinhabern und Plattformen verbessert werden, wie können natürlich auch Grundrechtsverletzungen, Einschränkungen der Meinungsfreiheit möglichst verhindert werden. Das ist das Thema dieses Stakeholder-Dialogs. Der Vorsitzende ist reingegangen und hat gesagt, Leute, wir machen hier nicht die Richtlinie auf, es geht nicht um das Ob von Upload-Filtern, sondern um das Wie. Und dann geht es für die Zivilgesellschaft, wie gesagt, darum, Sicherungen im Vorfeld, Sicherungen im Nachhinein da reinzubringen, Dinge vorherzusehen, die da schief gehen. Das ist auch ein Problem, was da aufgetreten ist. Und das ist ein Anliegen, das die Kommission mit uns teilt. Um diese Dinge einschätzen zu können, braucht es Daten. Wir müssen wissen, wie die Rechteinhaber, sowohl die Rechteinhaber wie die Plattformen diese Upload-Filter benutzen, um einschätzen zu können, wie groß ist die Gefahr für Grundrechte. Und wo gibt es systematische Probleme oder systematische Missbrauchsmuster auch. Und dafür braucht es Daten. Es gibt eine zivilgesellschaftliche akademische Datenbank, Lumen-Datenbank genannt, die seit 20 Jahren inzwischen Takedown-Notices nach dem US-amerikanischen DMCA sammelt und dann der Wissenschaft zur Analyse zur Verfügung stellt. Das haben wir als Zivilgesellschaft in Brüssel auch gefordert. Das steht sogar extra drinnen. Im Absatz 10 in diesem Stakeholder-Dialog sollen die Plattformen den Nutzerorganisationen Informationen über das Funktionieren dieser Upload-Filter geben. Leider haben wir von Google nur Datensand in die Augen gestreut bekommen und die anderen großen Plattformen, Facebook, Twitter etc., haben sich nicht mal diese Mühe gemacht. Das ist also eine Forderung, die wir jetzt raustragen müssen aus dieser 100er Blase in Brüssel. Und in der Tat, die ersten Demonstrationen in Deutschland gegen Upload-Filter sind bereits angekündigt, hätten wahrscheinlich stattgefunden, wenn das Coronavirus sie nicht verhindert hätten. Zum Jahrestag der Demos letzten Jahres hätte es hier bereits wieder Upload-Filter geben, Upload-Filter, Demonstrationen gegen Upload-Filter geben sollen und guten Grund dafür gibt es in jedem Fall. Dankeschön, Volker. Wahrscheinlich haben sich alle noch gefragt, wo dieser coole Pulli herkam, den Volker getragen hat. Der kam von unserer Website, ja, kommen wir nochmal rein, digitalegesellschaft.de. Da gibt es ganz viel Merchandise, sogar noch Tassen, die es da gibt. Und die könnt ihr euch alle kaufen. Ja, das war's dann jetzt auch schon mit dem 92. Netzpolitischen Abend, dem ersten richtigen Online-Abend, glaube ich. Hat, glaube ich, gut geklappt. Dem nächsten gibt es dann am 5.5. wahrscheinlich auch wieder online. Das wäre dann der 93. Ja, einen schönen Abend euch noch.